Okay. Na, 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 na. Wobei das auch nicht so ganz funktioniert, wie ich mir es gedacht habe. Okay, das wird so nichts. Wir müssen das eins tiefer setzen. So. Und zwar hier. Nein. Na, Buddel, ich hier auch nur eins tiefer. So. Tiefe brauchen wir ja sowieso. So. Jetzt muss ich hier aber erstmal irgendwie wieder raus. Gut. So passt das dann. Nämlich eins, genau. Weil hier müssen wir ja auch noch welche hinmachen. Und die sollen ja dann auch verdeckt sein. So. Gut, das machen wir jetzt mal. Es ist dann sozusagen die Fallgrube für die Tiere. Ich denke, dass wir dann irgendwie unten Kühe, oben Schweine oder irgendwie sowas in der Richtung machen. Spitzhacke ist kaputt. Da brauchen wir eine neue. Nee, warte mal. Hier würde ich gar nicht... Da würde ich nochmal einen Steg lassen. Ja, da habe ich nicht genug dabei. Das ist ja ärgerlich. Achso, hätte ich gar nicht zu bauen brauchen, soweit. Gut, dann gehen wir hier rum. Da habe ich jetzt eine Zweierbreite übergelassen. Das lasse ich hier auch über. Das ist einfach, die Kühe sollen hier reinfallen. Die werden dann mit Wasser von der Seite hier rüber gespült. Und es sollen ja nicht alle gleichzeitig runterfallen. Es sollen ja immer welche überbleiben. Und deswegen lasse ich hier noch ein, zwei über, wo die sich dann hinretten können sozusagen. Der Schlachtbank so entgehen können. Denn man will ja nicht jedes Mal neue Kühe fangen, wenn man dann einmal die ganzen Kühe runtergelassen hat. Ich habe das ausprobiert, das funktioniert so ganz gut. Hab da schon ein laufendes Ding gebaut. Und hab festgestellt, ich habe zuerst so eine Lava... Ja, so ein Lava-Ding gemacht gehabt. Wie eine Monsterfalle eigentlich auch. Und das ging nicht. Also es hat zwar funktioniert, die Kühe waren alle tot, aber die haben mir so gut wie überhaupt nichts hinterlassen. Also das, was ich eigentlich vorhatte, nämlich Leder damit zu farmen. Das war überhaupt nicht möglich, das ging nicht. Wir brauchen noch Repeater, die habe ich vergessen. Also das war nicht möglich. Irgendwie da hat irgendwie von 10 Kühen oder so, aus 10 Kühen hat man dann irgendwie 2 Leder und 2, 3 Fleisch rausgekriegt. Das war also sehr, ja, sehr blöd irgendwie. Das war so nicht optimal. So, jetzt müssen wir gucken. 1, 2, nee, gar nicht, war 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von hier aus sollte dann das Wasser irgendwie fließen. Oder wir machen halt ein runter. Gucken, ein runter und dann 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das würde passen. Ja, das kriegen wir schon hin. Das wird schon passen. Dann, was nicht passt, wird passend gemacht. Hier machen wir dann zu. Mal gucken, durch eine Gläserwand oder irgendwas. Jetzt brauchen wir erstmal Repeater. Wird das jetzt soweit dann da erstmal fertig machen. Dann machen wir dazu und legen dann die Leitung nach unten. Der Hebel kommt nach unten. Machen wir ein paar mehr. Das war... Nee, so war das nicht. Warum war das nicht so? War das so? Ja. Die reichen uns nicht. Wir haben nicht genug Fackeln.
Also ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahmepause oder in der nächsten Aufnahmepause nochmal in eine Höhle stiefeln und Redstone besorgen. Ich denke, das ist jetzt erstmal das, was wir am meisten brauchen. Ich habe auch in der einen Höhle, wo ich war, die ich euch vorhin gezeigt habe, habe ich einen Diamanten gesehen. Allerdings war der so weit unten in einer Schlucht, dass ich den nicht geholt habe. Da wollte ich dann jetzt nochmal hin und den Diamanten holen. Und dann werde ich dann auch gleich Redstone mitbringen. Dass das dann alles fertig ist. Zack. So, dann brauche ich das noch. Das reicht uns nämlich jetzt heute hier alles gar nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe gedacht, wir hätten mehr. Okay, dann habe ich noch Repeater, ja. Die machen wir da noch hin. Hier kann ich nur jetzt gar nicht springen. Nö. Ja, so kriege ich die da nicht hin. Gut, dann müssen wir erst hier oben nochmal aufmachen, dass ich hier hüpfen kann. Ja, machen wir auch einen hin. So. Ein bisschen Redstone habe ich noch. Kann ich hier auch gleich die Verbindung noch ein wenig ziehen. So. Na, ich will hier durch. Gut. So, das war dann so das Erste. Dann können wir hier auch schon mal den Stein wegmachen. Hier kommt dann Erde hin. Ich würde dann gleich schon mal Erde holen. Dann können wir die nämlich schon mal mit was Grünem verbinden. Dass das schon mal zuwuchert. Ja. So, dann bauen wir nämlich noch eine Etage hier rauf. Die würde dann in etwa genauso aussehen. Also auch mit diesem Durchlass. Dass wir dann oben eventuell, dass wir unten Kühe haben und oben Schweine. Und dann können wir die da immer fleißig füttern. Und wenn wir meinen, wir brauchen wieder irgendwas, dann lassen wir die runter. Und unten tun wir die dann kaputt hauen. Also das dann per Handarbeit mit Schwert werden die dann geschlachtet. Da droppt dann wenigstens jedes Tier was und nicht nur jede dritte, vierte Kuh. Was ich ein bisschen schade finde, wenn man so viel verschenkt. Ja, und jetzt kommt man hier gar nicht mehr raus. Doch, ich habe noch drei Erde, dann komme ich auch raus. Zack. Das ging daneben. So, dann holen wir noch mal Erde. Hier. Hier müsste alles schon voll mit Erde sein. Ich glaube, hier ist auch noch Erde. Ja, alles voll mit Erde. Die gesamte Etage, bis auf drei Kisten, ist alles voll mit Erde. Deswegen hatte ich jetzt auch schon welche entsorgt. So. Dann hier überall schön Erde hin. So. Na, das war schon der erste. So brauchen wir wenigstens mal ein bisschen was davon. So, hier würde ich jetzt noch keine Erde hinmachen. Denn hier muss ich dann ja mit dem Redstone nochmal lang. Hier ist soweit fertig. Da kann ich dann zumachen schon. Bis dahin kann man zumachen. So.
Ja, da sollte ich noch nicht so weit zu machen. Aber hier können wir eins wieder runternehmen. Einmal Stein können wir hier runternehmen. Denn das reicht von der Höhe aus. Dann sind wir hier nämlich auch wieder gleich und können da erstmal nur eine Wand machen und brauchen oben dann das nur ein bisschen breiter ziehen. Obwohl, ich bin also, ja. So, hier machen wir dann einfach noch ein bisschen Erde hin. Und ich denke, da auch. Sieht das schöner aus. Da lassen wir das dann noch. Da mache ich jetzt nur mal weg. Aber da machen wir noch keine Erde hin. Da kann ich das auch schon mal wegnehmen. So, da müssen wir eh lang. Das muss da auch auf jeden Fall weg. Da muss ich nämlich dran vorbei. So, dann tun wir die Erde mal mit was Grünem verbinden. So, verbunden, dann kann das nämlich hier schön wachsen. Wie viele habe ich denn jetzt hier verbaut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Jetzt würde ich ganz gerne was ausprobieren. Und zwar baue ich das jetzt erstmal nur mit Erde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Wo der Schwachsinn ist. Da, achso, da habe ich mehr dann, ja. Ist jetzt gar nicht, wo ich die Dings reinbauen soll. Das Wasser. Weil das wollen wir natürlich auch nur dann rauslassen, wenn wir es brauchen. Das würde dann eigentlich, das sind 8. Wie machen wir das denn am besten? Das hier sind jetzt genau 8. Also hier müsste das Wasser hin. Ich würde gerne da das Wasser hinmachen. Also hier. Da müsste man hier so einen Kolben reinmachen, der dann hochfährt, um das Wasser festzuhalten. Hier wären dann wieder zwei Platzhalter. Das Problem ist dann, es läuft mir nicht so weit. Also müsste ich das Ganze eins höher setzen. Was dann wiederum total blöd aussieht, glaube ich. Wenn ich das so mache. Ich baue das mal zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, es sieht dann nicht schön aus, aber es wäre dann so. Oder ich muss das Ganze einfach ver ich muss das Ganze verkleinern. Das finde ich jetzt nicht so wirklich schön. Ich bräuchte meinen Eimer. Ich müsste jetzt mal gucken, wie weit das läuft, wenn ich das jetzt so habe.